So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich stelle Urzeitwaffen aus Knochen und Tüftlerwaffen her. Davon müssen wir drei Stück herstellen. Dafür brauchen wir natürlich eine Menge Knochen. So, wenn ich jetzt kurz hier ins Inventar gehe mit Steuerkreuz nach oben und R1 auf der Waffe, dann habe ich schon 13 Knochen. Woher habe ich die? Richtig, ihr müsst in Boniburgs Burpsland. Ihr seht schon, da ist auch die Händlerin für die Knochen. Also es gibt einige Händler, die auch Knochen verkaufen, aber hier liegen auch die Knochen so rum. Also landet wirklich hier. Den Tipp kann ich euch wirklich schon mal vorweggeben. Ich habe jetzt in Gruppenkeile schon zwei, drei Runden probiert. Das ist eine Katastrophe, Knochen zu finden. Weil alle halt auf Knochensuche sind, ist klar, wegen der Aufgabe. So. Und dann haben wir hier schon mal die erste Waffe hergestellt, aber das ist noch eine normale. Warte mal. Toll. Eieiei, das ist, daran muss man sich auch erst gewöhnen. Zack. Und da haben wir die Aufgabe fertig. Hat das jetzt bei der Aufgabe gezählt oder nicht? Mach jetzt keinen Blödsinn. Ah, doch, ist richtig. Also, ihr müsst einfach einmal eine Waffe mit den Knochen herstellen. Und dann habt ihr das Ganze geschafft. Zack, 10 Waffen hergestellt, auch noch bekommen. Dann, wir gehen hier hin. Zack, stelle Urzeitwaffen her, 24.000 XP. Aufgabe geschafft, zum Glück. Die hat mich nämlich auch wieder Nerven gekostet, weil halt logischerweise jeder ist jetzt Knochen am Sammeln, jeder sammelt Wildtiere. Es ist echt Wahnsinn. Also, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games oder zusammen leveln, gern ein Abo da lassen, schickt mir eine Freundschaftsanfrage an yt-familyhack, genauso wie der Creator Code ist. Also in dem Sinne euch noch viel Spaß und haut rein.